geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf... Danke. Ey, danke. Danke. Meinem Kanal. Freunde, wie ihr seht, bin ich gar nicht zu Hause oder in irgendeiner gewohnten Location. Sondern ich bin hier in Essen. In einem Hotel. Yeah. Samantha ist auch am Start. Hi. Und wir begeben uns jetzt auf die Glow-Messe. Denn ich mache da heute ein kleines Meet and Greet. Leute können kommen, mit mir Bilder machen. Ob jemand kommt? Ich glaube nicht. Und wir werden mal schauen, wer alles so am Start ist. Wir werden ein bisschen Fax machen dort. Vielleicht ein kleines Wenn ich du wäre. Mal sehen, was sich ergibt, Freunde. Ich würde sagen, wir steppen los. Let's go. Robert, Bruder, was geht, Digga? Du musst doch rumlaufen. Was hast du gemacht, Digga? Was ist denn da passiert, Bruder? Bruder, ich soll, kann nichts sagen, wirklich nicht. Bruder, komm mal her hier, Alter. Zeig mal. Ich kann nichts sagen. Dass wir in Essen trinken, wie paradox. In Essen gibt's kein Essen. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen in der Halle. Artist-Pass bekommen. Ja, Mann, ich bin Künstler. Male Van Gogh. Ah, natürlich, Digga. Brauchst du noch einen, oder was? Einfach alle mit hohen Schuhen. Kurz für die Fußfetische. Hier stehen auf jeden Fall schon ein paar Leute, Freunde. Du nennst ein paar Leute? Respektlos. Und hier sind wir jetzt in der Lounge angekommen, Freunde. Und wir essen auf ganz entspannt. Alter, jetzt geht's in Instagram-Stand. Freust du dich? Alles klar, Digga. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen auf der Messe. Hier sind überall Leute. Sehr, sehr wild. Und jetzt spielen wir auf ganz entspannt eine Runde, wenn ich du wäre. Das hier ist so krank, Digga. Mit den Ball. Ich bin auf jeden Fall hyped. Oder? Es ist so voll hier, Digga. Ich sehe keinen Typen hier, nur Mädels, ne? Ja, ja. Entschuldigung, bist berühmt, einmal durchlassen. Entschuldigung, berühmt, einmal durchlassen. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an. Okay, Robert, wenn ich du wäre, gehst jetzt zu 5 Leuten hin und sagst, ey, ich bin Robert Weidt, willst du nicht mit mir ein Bild machen? Ja, okay, aber soll ich die Kamera mitnehmen? Nein, nein, ich bin nicht. Wir sind ready, Freunde. Sag jetzt, go, Robert, voll krass. Und auf dich Knutschfleck, Digga. Bruder, ich muss das wegschwinken lassen eigentlich, Digga. Mach. Okay, Bruder, ich mach. Jetzt kennt ihr Robert Weidt? Ja. Kennt ihr Robert Weidt? Ja. Wer ist das? So, wollt ihr ein Foto mit mir machen? Ja. Okay, pass. GG, Bruder, auf GG. Was, Digga? Hey, Mädels? Kennt ihr Robert Weidt? Nee. Kennt ihr den nicht? Nee. Wollt ihr mit dir ein Foto machen? Nein, danke. Okay, schade. Wollen wir nicht? Ich hab's aber jetzt geschafft, Digga. Leben Ray! Wenn ich du wäre, auf der Glow. Ja, heraus. Gehst jetzt dorthin. Du tust so, als ob du einfach vorbeiläufst, aber bleibst einfach in der Schlange stehen. Let's go. Digga, jetzt wird dir nicht vorgedrängelt, Digga. Ich was? Vorgedrängelt? Jetzt wird dir nicht vorgedrängelt. Komm mal jetzt raus. Oh, sie hat so abgefuckt. Die hat mir so einen Todesblick zugeworfen. Sie hat mir so einen Todesblick zugeworfen. Digga, die wollte schlagen, wirklich. Die hat so diesen, die hat Fäuste geprallt, Digga. Die hat Digga. Sie hat's gar nicht gefeiert. Okay, Freunde, Robert ist wieder dran. Digga, da ist überall Presse, Digga. Was willst du machen? Geh da jetzt einfach random hin und mach 3 Purzelbäume hintereinander. Ja. Einfach weiter. Bro, nicht mal, dass sie ein Foto von mir machen oder so. Ja, aber ich muss doch warten, Digga. Ich bin doch gar nicht dran, Digga. Mach einfach. Bruder, okay, ist ja noch schlimmer, Digga. Als ob ich jetzt einfach vordränge. Oh, Digga. Was macht ihr denn? Bruder, oh nee, das ist, Digga, so ein Scheiß mach ich nie wieder, Digga. Bruder, ich hab so meinen Nacken. Leben, Ray. Ja, was ist los? Wenn ich du wäre. Du bist auf diese Bühne dort, ja? Oder? Ja. Wenn ich du wäre, setze dich da jetzt einfach in die Mitte hin. Was? Ey, was geht, Leben Ray? Heute ist Meet and Greet. Ey, wirklich, es kann verächt sein, dass ich rausgeschmissen werde. Alles für das Video. Wie bist du rüber, Digga? Ja, mach ich. Bruder, da kommt grad der. Steht, Digga, der hat ein mies Auge gemacht, Digga. Wie cringe war das, Digga? Es war so unangenehm. Ey, drop einen fetten Beat. Let's go. Rhymos, Knopf, Augen, lange Nase. Gerne mehr. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Es ist Marcel. Ah! TikToks hinter den Kulissen. Wer hat Manager, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt. Und das gibt jetzt 1 Million Views, Digga. Oder was mache ich falsch in meinem Leben? Bastard, Digga! Das kann nicht so sein! Das kann nicht so sein! Man
Okay, er kriegt die nächste für eine Stuwehre-Aufgabe, okay? Oh nö! So, doch! Okay. Okay. Nächste Aufgabe! Wenn ich du höre, kletter auf den Wagen rauf und tanze dort, Digga! Digga. Wenn ich du wäre, siehst du das da drin? Wir machen da gerade ein Video. Lauf einfach rein und mach mit. Let's go. Oder, Mann, let's go. Digga. Let's go. Warte doch kurz. Da steht aber jemand, Digga. Egal. Einfach dazu stellen. Oder ich hab gar keinen Bock, Digga. Kein Bock, Digga. Hast du gesehen, wie angepisst du guckst? GG. Freunde, wir haben jetzt hier die nächste Aufgabe und zwar Samantha. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier in die Menschenmenge gehen, einfach vor allen komplett auf die Fresse fliegen und so schreien, so und so halt die Aufmerksamkeit auf dich. Kriegst du das hin? Ja. Weißt du den? Ja, super. Sie sieht gar nicht glücklich aus. Let's go! Shit. Alles gut? Ja, alles gut. Okay. Oh nö, Digga, oh nö. Was war denn das gerade? Was war denn das? Digga. Hast du die hinter uns gehört? Die ja. So, ist sie hingefallen? Digga, alle gucken an, niemand hilft, die gucken so. Oh Mann. Peinlich. Der Mann schämt sich. Peinlich, Digga. Eben. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt da hinten einfach eine richtig fette Arschbombe reinmachen. Da rein in das Bällebad? Ja. Das kann ich doch nicht machen, ohne Scheiß. Guck mal da in das Bällebad rein. Jetzt, los! Scheiße, Bruder! Wenn ich du wäre, geh jetzt zu Alpa hin und schrei so richtig laut: Oh mein Gott, Alpa Santi! Alpa, Digga, können wir ein Foto machen, Digga? Nein! Alpa, Junge! Digga, können wir ein Foto machen? Ich schwöre, können wir ein Foto machen? Also müsste so peinlich sein. Digga, wieso so, was macht ihr denn, Digga? War das laut genug? Digga, genau so hab ich mir vorgestellt. Ja, so gut. Digga, alle haben geguckt, Digga. Digga, ich schäme mich zu Grund und Boden. Leon, komm mal her. Du gehst jetzt zu dieser Mülltonne und rufst nach deiner Mutter. Du suchst nach deiner Mutter, du haust drauf, schreist rein. Mama, wo bist du? Ich such dich schon die ganze Zeit. Ich weiß, dass du hier drin bist. Genau das, was du jetzt machst. Oder das ist doch mies cringe, Alter. Du machst das. Mama, wo bist du? Mama! Freunde, jetzt ist es soweit. Wir gehen jetzt zu unserem Meet and Greet. Yeah. Bin sehr gespannt, ob überhaupt jemand kommt. Okay, Freunde, jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier im Backstage-Bereich. Und man sieht draußen schon die Schlange vor, Jungs. Rappelvoll. Ich glaube, jetzt no joke, jeder hat sich für unseren Slot entschieden. Also ich war ja nicht mal geplant, aber als sie davon gehört haben, ich will jetzt nicht lügen, ich bin auch nicht so gut in Mathe, aber es sind bestimmt 3.000-4.000 Menschen da. Die haben schon vorhin zu uns gemeint, ey, euren Slot müssen wir, glaube ich, um 2 Stunden verlängern. Canceln, Digga, canceln. Weil da sind so viele Überfüllungen. Let's go. So lässt sich das Leben hier. Guck mal, das habe ich selbst gemalt. Jungs, zeig doch mal die 3.000-4.000 Menschen, die wir gerade angekündigt haben. Leven Ray, die letzte Aufgabe, Bruder, die allerletzte Aufgabe. Wir sind jetzt hier gerade in unserer Lounge, ne? Und da ist Pamela Reif, Bruder. Wenn ich du wäre, gehst hin und fragst, kiss or slap. Bruder, das ist schon sehr risky, Digga. Hat die einen Freund? Da steht der Freund daneben, glaube ich, Digga. Oder musst du machen, Digga. Let's go! Das ist schon mies cringe jetzt, Digga. Ich dachte, das ehrlich machen. Du bist so aufgeregt, ne? Stefan, du wirst jetzt geslappt vor allen Leuten. Hier den Besten. Okay, die Frage wäre, kiss or slap? Aber auf jeden Fall slap. Okay. Danke! Ich hab's noch nicht getrunken, Bruder. Ich wurde geslappt! Kiss euch mal. Küsst euch mal, komm, ein Bussi. Ich weiß, ihr wollt das, ihr habt schon den Blick gemacht. Oh, Robert, direkt hoch. Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall mit der Wenn ich du wäre Challenge hier von der Glow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall die Gäste aus, sind alle verlinkt. In dem Sinne, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr verpasst wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. In dem Sinne würde ich sagen, Samantha hat das letzte Wort. Ciao. Abonniert!